Schirm. Ich bin gerade beim ORF in Dornbirn. Heute Abend kommt die neue ORF-Serie mit mir, Tage, die es nicht gab. Ich schalte nicht vergessen. Grüß Gott in Vorarlberg. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vorarlberg heute. Das sind die Themen. Klarer Sieg. Van der Bellen bekam seine Stimmen vor allem von ÖVP und Grünwählern. Neues Tarifmodell. Montafon und Brandnertal setzen auf dynamische Liftkartenpreise. Marco Rossi ganz oben. Er ist fix im NHL-Kader der Minnesota Wild. Und das Wetter wird morgen recht freundlich. Vorarlberg heute mit Kerstin Polzer. Seit heute liegt das Ergebnis der Bundespräsidentenwahl vor, und zwar inklusive der Wahlkarten. Die waren gestern ja noch ausständig. Geändert hat sich aber nicht viel. Alexander Van der Bellen ist der klare Wahlsieger. Er hat in Vorarlberg 62,1% der Stimmen bekommen. Der zweitplatzierte Walter Rosenkranz kommt auf 16,5% der Stimmen. Dahinter liegt Dominik Platzny mit 8,5%. Van der Bellen hat also schon im ersten Durchgang die absolute Mehrheit geschafft. Somit ist weder ein weiterer Wahlkampf noch eine Stichwahl nötig. Ja, woher hat Van der Bellen denn seine Stimmen bekommen? Wer waren seine Wähler? Einen Einblick gibt uns da die Wählerstromanalyse für Vorarlberg, und die zeigt ein klares Bild. Ein Großteil der Stimmen kommt von Wählerinnen und Wählern, die bei der Nationalratswahl 2019 entweder grün oder schwarz gewählt haben. Auch viele SPÖ-Stimmen konnte Van der Bellen gewinnen. Spannend ist in dieser Analyse auch noch, woher die Stimmen von Überraschungskandidat Dominik Platzny stammen. Er ist ja in Vorarlberg Dritt geworden und ist somit der beste unabhängige Kandidat. Mehr als die Hälfte aller Stimmen kommt von NEOS-Wählerinnen und Wählern. Ja, die Wahl wirft ein paar spannende Fragen auf, und die wollen wir jetzt klären, und zwar mit Politikredakteur Bruno Schratzer. Schönen guten Abend. Grüß dich. Ja, wir haben es gehört. Van der Bellen hat in allen Gemeinden eigentlich die Mehrheit bekommen, außer in zwei, nämlich in Gaschurn und in Silbertal. Da ist er unter den 50% geblieben. Also insgesamt die Zustimmung sehr groß. Woher kommt diese Zustimmung? Ja, geht es nach den Wahlmotiven, haben politische Erfahrung, gut gemachte Arbeit, Sympathie, aber auch seriöse Auftritte im Ausland den Ausschlag gegeben. Aber Alexander Van der Bellen hat sich dieses Ansehen in Vorarlberg erarbeiten müssen. Man sollte nicht vergessen, dass der ehemalige Grünpolitiker bei der letzten Bundespräsidentenwahl im ersten Wahlgang noch knapp hinter dem FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer lag. Die Stichwahl hat dann Van der Bellen, wie wir wissen, dann deutlich mit gut 62% für sich entschieden. Und schon damals hat er ganz viele entscheidende Stimmen aus dem ÖVP-Lager erhalten. Und wie wir gehört haben, hat sich dieser Trend fortgesetzt. Also heißt es, er hat fast dieselbe Marke erreicht wie vor 6 Jahren. Und Politexperten sagen, wir haben in Vorarlberg eine weltoffenere ÖVP, die mit Grün regieren und mit einem grünen Bundespräsidenten gut leben kann. Sprechen wir jetzt noch ein bisschen über Dominik Platzny. Er ist Dritt geworden. Er hat Stimmen lukriert, vor allem von NEOS-Wählerinnen und Wählern und von Jungen. Was hat denn ihn stark gemacht? Ja, seine schräge und lockere Art passt natürlich ideal in die sozialen Netzwerke. Und Platzny ist einfach viel näher bei den Jungen dran. Allein schon wegen seinem Alter mit 35 Jahren und Bierpartei. Klingt dann auch schon einmal ganz cool, oder? Und jüngere Wähler erzählen mir, er habe sich von den anderen Kandidaten abgehoben, weg von der politischen Norm. Und darum hat Platzny bei den unter 30-Jährigen bemerkenswerte 20% erreicht. Und noch ein Punkt, sollte die etablierten Parteien aufrütteln, der Chef der Bierpartei konnte viele junge Nichtwähler zur Urne bewegen. Also ein Beweis dafür, wenn junge Menschen ein Wahlangebot bekommen, dann gehen sie auch zur Wahl. Kritik hat es natürlich auch gegeben, vor allem auch daran, dass keine einzige Frau zur Wahl gestanden ist. Es sind 7 Männer dagestanden. Muss das ein klarer Auftrag sein für die nächste Bundespräsidentenwahl? Also auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich 10 sagen. Denn das Bedauern ist bei einigen Parteien erst jetzt im Nachhinein so richtig zu hören. Und da frage ich mich schon, warum haben Sie das nicht vorher schon geändert? Es heißt dann vielfach, gegen den amtierenden Bundespräsidenten gibt es eh keine Chance. Und man will niemanden verheizen. Also salopp gesagt, also das heißt den Ruf mit einer Wahlniederlage nicht schädigen. Bleibt also zu hoffen, dass diese guten und vielen Bekenntnisse bei der nächsten Wahl in 6 Jahren nicht vergessen werden.
Denn viele meinen, es wäre auch in Österreich Zeit für ein weibliches Staatsoberhaupt. Klare Analyse, vielen Dank dafür, Bruno Schratzer. Gerne. Ja, und wir wechseln jetzt das Thema und schauen schon in Richtung Winter. In manch einem Skigebiet wird es nämlich einen Unterschied machen, wann und für welchen Tag man ein Liftticket bucht. Silvretta Montafon, Golm, Brandnertal und Gargellen setzen auf ein sogenanntes dynamisches Preissystem, ähnlich wie wir das von Flugreisen oder Hotelbuchungen schon kennen. Die Preise, die ändern sich. Skifahren bei solchen Bedingungen kann empfindlich teuer werden. Vor allem zu Spitzenzeiten wie in den Ferien oder aber am Wochenende. Wer allerdings in der Nebensaison unter der Woche auf die Piste geht und die Karte schon Wochen vorher kauft, zahlt weniger. Beim Beispiel Silvretta Montafon sind das 47 Euro für eine Tageskarte. Dieser Wert kann nicht mehr sinken, aber stark nach oben gehen. Ein Algorithmus berechnet im Hintergrund jeden Tag einen neuen Preis. Dieser ist abhängig von der Nachfrage und eben dem Buchungszeitpunkt. Umso früher das Ticket im Webshop gekauft wird, desto günstiger wird es. Umso später der Gast sich für den Skitag entscheidet und direkt an der Kasse kauft, umso teurer wird es dann natürlich. Und dann wird es einmal einen Preispunkt geben, wo die Leute sagen, nee, da buche ich nicht mehr und dann flacht die Kurve wieder ab. Mit dem neuen Preismodell soll auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gäste eingegangen werden. Also Familien zum Beispiel mit Kindern, die die Ferienzeiten schon kennen, die wissen, wann sie fahren, die das Hotel buchen, die können jetzt schon buchen und fahren deutlich billiger Ski, als wenn sie erst in 2, 3, 4 Wochen buchen. Stornierungen sieht das System allerdings nicht vor, auch wenn man krank wird oder die Wetterverhältnisse unwirtlich sind. Saison- und Jahreskarten behalten ihren Fixpreis. Diese sind heuer übrigens um 8,5% teurer geworden. Natürlich sind wir im gleichen System, müssen unsere Preise dementsprechend anpassen. Das war gerade aus diesem Grund auch nochmal ein wichtiges Thema, diesen Schritt zu gehen, um nicht über Jahre weiterhin statische Preise zu definieren. Frühbuchen lohnt sich, ist die Hauptaussage. Man bekommt einen Voucher aufs Handy. An dem Voucher ist ein QR-Code und da gehen Sie dann direkt zur Totalstation, dann gibt es Automaten und Pickerboxen und da kriegt man das Liftticket. Und alle, die sich online nicht auskennen, können auch direkt an der Liftkasse Tickets quasi voraus buchen für jene Tage, an denen sie Skifahren wollen. Die Tourismusbranche steht jedenfalls vor einer unsicheren Wintersaison. Vieles wird teurer und auch die personellen Engpässe machen so manch einen Betrieb ordentlich zu schaffen. Klar, dass diese beiden Themen heute heftig diskutiert wurden bei der Auftaktveranstaltung der ersten Vorarlberger Tourismuswoche in Rankweil. Mit dem Tourismus geht es nach 2,5 Jahren Corona-Krise wieder aufwärts, mit den Zimmerpreisen allerdings auch. Die Betriebe passen diese der allgemeinen Teuerung an, Zimmerkosten nun um bis zu 15% mehr. Man überlegt auch ganz genau, wie viel kann man von den Preiserhöhungen an Gast weitergeben, weil 100% können wir nicht weitergeben. Und es sind ja nicht nur die Energiekosten, über die man im Moment redet. Mitarbeiterkosten steigen, der Lebensmittelbereich wird alles teurer. Es ist eine Gratwanderung, die wir haben. Und ich denke, gerade im 3-4-Sternbereich wird es schwieriger werden oder auch in einer kleinen Privatpension, weil da hat man ein anderes Publikum, wo sicher zu Hause auch mehr aufs Geld schauen muss. Angst, dass mit steigenden Zimmerpreisen die Gäste ausbleiben könnten, haben schon manche Hoteliers, die Staatssekretärin für Tourismus eher nicht. Wir wissen, dass Österreich einen hohen Stammgästeanteil im Winter hat und wir sehen, dass diese Stammgäste jetzt schon sehr intensiv begonnen haben zu reservieren. Wir gehen also nicht davon aus, dass wir jetzt einen großen Einbruch haben werden. Die aktuellen Krisen haben zudem das Personalproblem noch einmal verschärft. Zahlreiche Stellen sind unbesetzt, nur an der schlechten Bezahlung liegt das nicht. Also ich denke schon, dass es wirklich auf diesen Bedürfniswandel zurückzuführen ist, dass man halt einfach nimmer am Wochenende schafft, dass man halt nimmer in dieser Vollzeit, in dieser hundertprozentigen Anstellung arbeitet, was wir aber als personalintensive Branche natürlich schon brauchen. Drum, das ist sicherlich ein Faktor, wo wir uns einfach Gedanken machen können oder müssen, wie ändern wir auch unsere Bedürfnisse. Wir fokussieren uns auch auf die Quereinsteiger. Es gibt sehr viele Leute, die möchten im Tourismus arbeiten, aber die leider Gottes, die Rahmenbedingungen sind nicht gegeben. Also wir hatten sehr viele, auch Pensionisten, auch Leute, die einen zweiten Beruf gerne möchten, die 2, 3 Stunden aushelfen möchten, die bei uns gerne arbeiten würden. Es rentiert sich aber nicht, weil sie dann nichts verdienen. Nicht von unserer Seite her, sondern weil die Steuerlast so hoch ist, dass es sich einfach nicht rentiert.
Der Winter steht also vor der Tür und als ob das alles nicht genug wäre, fürchten sich die Hoteliers auch heuer wieder vor verschärften Corona-Maßnahmen. Alles darf es geben, nur kein Zusperren, so der Tenor unter den Touristikern. Allen anderen Problemen werde man gemeinsam versuchen, die Stirn zu bieten. Altlandesrat Günther Vetter ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Vetter war von 1984 bis 1989 Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Straßenbau. In seiner Amtszeit ist unter anderem das Energieinstitut gegründet worden. In Bregenz hat heute Vormittag ein 73-jähriger Autofahrer das Bewusstsein verloren. Er ist mit seinem Auto zuerst gegen eine Straßenlaterne und dann gegen die Glasfassade des Strumpfherstellers Wolfort gekracht. Der Mann und seine 66-jährige Frau wurden leicht verletzt. Auto und Fassade sind schwer beschädigt. Ja, und jetzt geht es um einen Mann, den die meisten von uns vermutlich aus dem Fernsehen kennen, um Christian Werschütz, ORF-Korrespondent in der Ukraine. Heute hatten Schülerinnen und Schüler im Medienhaus die Gelegenheit, den Kriegsreporter persönlich kennenzulernen. Er ist gerade in Vorarlberg und stellt sein neues Buch vor. Persönliche Einblicke in ein Reporterleben. Die Erwartungen bei den Schülerinnen und Schülern sind groß. Das Berufsrisiko ist natürlich ein Leben, oder? Weil er gibt sich da ja ins Kriegsgebiet und das ist ziemlich gefährlich. Aber ich glaube, der Job ist ziemlich cool an sich, ja. Man kann mitnehmen, was in der Welt da passiert und wie gut es mir eigentlich schon bei uns in Vorarlberg. Man hat jetzt nicht nur Freunde, sondern wahrscheinlich auch Feinde an der Quelle und nicht überall so beliebt. Aber ich finde es gut, wie es meistert und dass er auch das gut macht. Die Begegnung mit jungen Menschen ist dem Steirer sehr wichtig. Nicht nur, weil ich eine Enkeltochter habe und nicht vergessen habe, was Jungsein heißt, sondern es ist auch deswegen, weil das der Kontakt mit potenziellen Gebührenzahlern ist, darf man nicht vergessen. Und gerade auch mit jungen Leuten, die dann vielleicht was erfahren über was heißt Krieg, was heißt Berichterstattung, was heißt Journalismus, die man ganz anders eben nicht trifft. Und außerdem gibt es immer die Rückmeldungen, die ja sehr interessant sind. Der Korrespondent redet dann auch nicht lange um den heißen Brei herum. Wenn wir beispielsweise nach Bachmut fahren, das ist in der Ostukraine, und wir haben die Entscheidung zu treffen, fahren wir da dort hinein, dann ist es ganz klar, dass du zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort sein kannst. Und der falsche Zeitpunkt am falschen Ort hast, du bist dort, wo es einschlägt. Viele auch sehr persönliche Geschichten und ein Blick hinter die Kulissen des verantwortungsvollen Journalismus sind im Buch Mein Journalistenleben nachzulesen. Für Eishockeyspieler Marco Rossi ist wohl der große Traum in Erfüllung gegangen. Seit gestern Abend steht fest, der Rankweiler steht im NHL-Kader der Minnesota Wild und ist somit Teil der besten Eishockey-Liga der Welt. Noch nie zuvor ist ein Vorarlberger mit einem NHL-Team in die Saison gestartet. Los geht's für Rossi am Donnerstag mit dem Heimspiel gegen die New York Rangers. Marco Rossi hat in der Vorbereitung auf ganzer Linie überzeugt. Mit 2 Toren und 7 Vorlagen ist der Rankweiler in den Testspielen der beste Minnesota-Scorer. Im Büro von Manager Bill Guerin gibt's dann die frohe Botschaft. It's been a long road, but you've been great. Thank you. So you've made the team. Thank you. Congratulations, buddy. Thank you. That's awesome. Thank you. All right. Rossi hat allerdings keine Stammplatzgarantie. Er kann auch wieder beim Kooperationsteam aus Iowa in der zweithöchsten Liga landen. Sein Vertrag läuft jetzt aber auf alle Fälle 3 Jahre. Sollte sich Rossi in der NHL etablieren, verdient er vorläufig knapp $1 Million pro Jahr plus Bonuszahlungen. Geschafft. Vom Eis geht's jetzt noch direkt in den Garten und dort ist natürlich im Herbst einiges zu erledigen. Schließlich sollen die Pflanzen ja gut durch den Winter kommen. Was rund um die Blumen und Sträucher jetzt alles zu tun ist, das zeigen uns Ines Mäser und Markus Müller. Man, war das nicht ein unglaublich schöner Sommer? Die Gärten haben so schön blüht. Wir haben ernten können, Obst, Gemüse. Und jetzt sind wir wieder gefragt, nämlich mit der Gartenschere, die muss wieder ausgepackt werden. Ja, aber Markus, was genau müssen wir jetzt eigentlich alles tun? Also ganz wichtig ist nochmal so ein schöner Sommer, dass wir jetzt einmal einen Kahledünger machen für den Herbst. Und natürlich gibt es so einiges zum Zugschneiden. Zugschneiden müssen wir da jetzt alles, oder? Nein, Ines, es gibt Sachen, die sind einfach noch zu früh, aber es gibt Sachen, die jetzt genau ideal sind. Das heißt, richtiger Zeitpunkt für einen kurzen Streifzug, was man dann zugschneiden muss. Die Dale dahinter, die schaut aber noch voll schön aus, oder? Ja, die lassen wir uns auf jeden Fall noch. Da warten wir, bis der erste Frost drüber ist und erst dann nehmen wir es aus. Wunderbar.
Den gedeckten Tisch für die Bienen lassen wir natürlich so lange wie möglich stehen. Bei einem Herbstspaziergang durch den Garten ist die Schere immer mit dabei. Dann ist es am Ende nicht ganz so viel Arbeit auf einmal. Schau, Ines, wenn man gerade bei Rasa Rosa vorbeikommt, die Kühe ist die verblüht, dann alle gleich weg. Also einfach alles weg, ja. Bis aufs Auge. Ja, passt, da, ja? Das, so. Passt, das passt. Wunderbar. Gut. Das kann man alles nieder, oder? Schau, und da schaut es mal alles gut aus. Die gehen sicher noch, wenn es jetzt ein bisschen sonniger Herbst geht, gehen die noch vor. Auch den verblühten Sonnenhut schneiden wir zurück, aber nicht zu tief. Das Laub lassen wir nämlich noch stehen. Gerade wenn man jetzt nicht so tief steht und wir lassen ein bisschen Bestand, dann haben viele Insekten und Nützlinge eine Chance zum Überwintern oder als Schutz. Und die Pflanze hat auch noch ein bisschen was, wo sie einziehen kann. Richtig, richtig. So stärkst du das Rhizom oder der Knolle, egal, die unterirdische Sprosse. Ne? Man könnte so komplett stollen. Theoretisch schon. Wäre was für Faule. Bei unserem Streifzug kümmern wir uns ganz nebenbei auch noch um den Wiesenkrautnachwuchs fürs nächste Jahr. Das ist Vermehrung leicht gemacht. Hortensie ist da und ich glaube, das ist wirklich in jedem Garten in Vorarlberg eine Hortensie. Wie schneiden wir die? Müssen wir auch zurückschneiden, gell? Richtig, das ist also eine klassische Bauernhortensie. Das heißt, die blüht am Zweirägerholz. Das heißt, die dürfen wir nur nicht so tief zurückschneiden. Also da tut man wirklich nur das Verblütewerk schneiden? Ganz genau. Also dort, wo nur Blätter drauf sind, die lassen wir stehen? Ganz genau. Jetzt habe ich es verstanden. Wunderbar. Den verblühten Trieb schneiden wir tief bis auf eine neue Blattachsel zurück und das mit Sorgfalt. Oh, scheiße. Was hast du jetzt da? Sind ja so viele da, Ines. Die Hortensie verzeiht der Fehlschnitt. Ups, der falsche verwischt. Die Hortensie wird's überstehen. Und wenn sie vor dem Winter das Laub abgeworfen hat, binden wir die Triebe etwas zusammen. Hortensie, das weiß jetzt sogar ich. Gibt es ganz viele verschiedene Sorten. Schneiden wir die jetzt alle in etwa gleich zurück? Nein, Rispa-Hortensie schneiden wir ganz anders, aber das zeige ich dir jetzt. Okay, wo? Haben wir eine dahinter? Ja. Ah, jetzt sieh es. Da die Form, die Rispe, ist die Blütenform, deswegen Rispen-Hortensie. Richtig, du Rispen-Hortensie, ja genau. Und die schneiden wir jetzt richtig tief ab. Ja, da kannst du jetzt ruhig. Ne? Der ist da runter. Ja, da, lass schauen, wo man das letzte Mal geschnitten hat. Lass da runter. Ah, oh, wow. Da kannst also du ganz so. Abe. Ja, genau. Das ist die richtige Arbeitsteilung. Er schafft und ich kümmere mich um. Den Stubenschmuck. Wie immer im Leben, ne? Nach dem Schnitt gibt es eine gute Handvoll Kalidünger. Der stärkt die Pflanze für die Wintermonate. Was muss ich denn jetzt eigentlich alles mit Kalidünger versorgen? Schau in den Garten rein. Alles, was immer was da bleibt, das gehört alles mit Kali versorgen. Du, aber Urs muss jetzt unbedingt noch machen. Komm mit. Höfele. Ja, gut, gut. So, anstoßen. Zum Wohl, gell? Gartengenüsse muss man auch können. Auf jeden Fall. Jetzt darfst du dich stupfen. Ja, gut. Da. Ist auch klar. Und trinken muss man gönnen. Könnte sein, dass die liebe Ines im Garten schon mal mehr arbeiten musste, aber es sei ihr gegönnt. Machen Sie es ihr nach. Schönen Abend. Bis morgen.